Servus, hallo und willkommen zurück zu Goodbye Deponia, Part 26. Im letzten Part haben wir June und Goon, beziehungsweise Gronk, beziehungsweise Erik Range, nochmal Gruß an dieser Stelle, winke, winke, in ein besseres Leben verholfen. Die sind jetzt nach oben, haben hier diese Kurbel betätigt und schauen wir doch mal, wohin es die verschlagen hat. Okay, dazu nehmen wir den roten Rufus. Wo sind die denn hin? Ah. Okay. Ja, Gronk sieht ganz zufrieden aus. So, was ist mit der jetzt? Die ist nicht mal anwählbar. Sprechen wir mal kurz mit Goon und June. Goon? Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Habe ich das? Sehr seltsam. Ja, natürlich, das war jetzt der andere Rufus, deswegen erinnert er sich nicht. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Ach, er fragt ihn jetzt wieder dasselbe. Gut. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Genau, weil das war ja der andere, wie schon erwähnt. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Okay, auch darüber haben sie schon gesprochen. Ihr beide seid so richtig zusammen. Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Aber ist sicher nicht, dass wir noch irgendwas übersehen oder vergessen. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Ciao, Rufus. Wir brauchen irgendwie was für das Gras hier. Decke oder sowas. Geht auch der Liegestuhl? Ich hab hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow. Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja. Danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Okay, er steckt fest. Was findet June nur an diesem Blindfisch? Naja, ist halt zufällig nur der bekannteste Let's Player Deutschlands, oder? Geht es voran? Nicht wirklich. Was ist denn das hier? Ich wünschte, Mann, hier muss ich auch Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Eine klasse Frau. Nicht halb so klasse wie Goal natürlich. Aber immer noch 10 Klassen besser als das, was ich Goon zugetraut hätte. Ach, ich freue mich so für ihn. So, ich hätte jetzt aber gerne einen Heizstrahler. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig. Immerhin können wir uns gleich in die Sonne legen. Oh Junge, ich kann es kaum abwarten. Okay. So, den Heizstrahler kriegt auf jeden Fall er hier. Für die Kiddies. So, mitkommen. Ich weiß zwar nicht, ob das Monster den nicht vielleicht verschluckt, aber die Kinder haben ja gesagt, ihnen ist kalt und dunkel. So. Wir haben ja hier eine Stromquelle. Müsste er rein theoretisch funktionieren, wenn ich den da reinstelle, oder? Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Strom, Ibert. Okay, Strom, Stecker,
Dann mach mal hier. Weil hier ist ja Sicherung. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Ja, super. So, geht das? Ich vermute mal nicht. Nee, es hat nichts gebracht. Hm. Ja, das Problem ist halt, dass wenn ich die Antennengabel hier reinstecke... Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Genau. Er hat ja das letzte Mal gesagt, wenn er doch nur gleichzeitig beides betätigen könnte. Rufus ist... Ich weiß nicht, ob der andere Rufus runterkommt. Hier, halt mal. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier... in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Ich glaub's ja nicht. Und nun? Gut, festhalten, warten. Gleich geht's los. Es geht wirklich. Nein, bitte. Oh, tu dem Kind doch das nicht an. Oh, ich will den Hebel gar nicht bedrücken. Das ist ja fast wie hier auf dem elektrischen Stuhl, oder? Na gut, komm. Aua. Hm? Sagte dir was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Ja, super. Aber er hat das Ding jetzt mitgenommen. Ja gut, das werden wir vermutlich dann nicht mehr brauchen. So. Die Sicherung ist jetzt rausgeflogen. Die nehmen wir mit und stecken jetzt unten rein. Jubel jaucht! Okay. So. Jetzt ist aber Schlafenszeit. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber... Na. Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch! Was ist denn das mit dem Trinkhalm? Ninja. Okay, so. Die sitzen ja hier perfekt. Das Monster ist jetzt aufgewacht. Will ja eigentlich Vegetarier sein und keine Kinder mehr fressen. Können wir abhauen? Geht das oder folgen die uns dann wieder? Okay, gut. Puh, wenigstens scheint das zu klappen. So. Können wir ja schon mal weiter. So, jetzt will ich aber wissen, was in der Bar abgeht, bitte. Hey, was soll das denn? Ja, wie, was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber... Warum denn nicht? Ich... Ach du Hacke. Was hat das zu bedeuten? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Uns ist immer noch kalt. Wir müssen uns zudecken. Udecken. Wir müssen angefangen zu sprechen. Okay, das war wohl nicht zu früh gefreut. Ja gut, stecken wir mal die Kurbel zurück. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Nein? Okay, dann nicht. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja. Und das ist aufgebraucht. Ach, komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja!
Warte mal, was mache ich denn da? Moment, jetzt kommt sie ja nicht mehr rauf. Kurbel wieder nach oben. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt, aber nein! Ach, komm schon, du Affe, du kannst doch nicht so grausam sein. Okay, gut, wir wissen, das gehört alles zum Rätsel. Das, muss so sein, ja? Hey, ich hab gesagt, aber nein! Ja, okay, ich wollte nur die Kurbel wieder wegnehmen. Also, Auswurfknopf. So. Hier kannst du eine doofe Kurbel haben. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Dann kann ich aber auch den Fez mitnehmen. Steht der Deal noch? Na klar! Du suchst mir einen neuen Partner und ich gebe dir meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision. Sauber! Okay. Reden wir mal mit June. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Vielleicht müssen wir sie irgendwie aufheitern. So, traurige June. Sie weint so bitterlich. Das kann ich einfach nicht mit ansehen. Besser, ich stelle mich andersrum auf. Okay. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Huhn und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Ach komm schon. Ich will zurück zu meinem Huhn. Nee, okay, gut. Mal sehen, wie Gun darauf reagiert. Er wirkt bedrückt. Wahrscheinlich, weil June fort ist. Das war ja vorherzusehen. Am Ende hat sie endlich erkannt, was sie sich da für ein Loser geangelt hat. Ach, Quatsch. Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Dann such dir einen Job. Hier, wo haben wir's denn? Moment. So, jetzt auf ein neues. Such dir deinen Job, du Arbeitsloser! Gar nicht! Dann heul nicht rum und such... Als Teigtaschenverkäufer? Du Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein Schmuckerbewerber? Was? Hey! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo! Zugabe! Wir brauchen Geld. Ganz schnell. So. Ach Mann! Ja, sprechen wir mal mit der Oma. Gib mal ihr halt den Fez. Vielleicht will sie ja selber tauschen. Tanzen meine ich. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass die Kinder da sitzen bleiben. Vielleicht muss ich die Glotze anmachen, dass sie einpennen. Aber die haben ja gesagt, ich muss sie zudecken. Ja, womit denn? So, hier. Tanz selber. Was soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben sie ihren Willen und könnten mir eigentlich ihre 5 Slotty geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Ah, das haben wir schon gehört. Ja, der Herr Gronkh arbeitet für sein Geld. Alias Goon. Mal sehen, vielleicht kann ich sie ja davon überzeugen. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Vielleicht will sie ja auch für ein besseres Leben hier sorgen. Kohle und so. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Huhn. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Okay, alles klar. Wir gehen zur Oma.
sprechen ihn darauf an, dass wir jemanden gefunden haben. So, Äffchen. Hast du schon jemanden gefunden, der für mich den Affen spielen will? Das habe ich allerdings. June wird den Job übernehmen, wenn sie dafür die Kurbel bekommt. Die schöne June wird für mich den Tanzaffen spielen? Oh, Junge, ich muss mich unbedingt vorher noch mal lausen. So viel zum Thema, dass er nicht der Affe ist. Oh, Junge! Okay, er hat sie nicht mehr alle. Gehen wir zurück zur Oma. Wir haben ja das Publikum jetzt, müssen wir das Publikum finden, meine ich. Wir haben ja jetzt die tanzende Dame gefunden. So, Oma, jetzt aber. Was die Oma sagt, wenn wir ihr das neue Tanzäffchen vorstellen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!